Es ist doch großartig, mal Voyeur zu spielen und hinter die Fenster anderer zu schauen. Das Wohnzimmer ist schon ein besonderer Lebensraum. Hinter den Fassaden der 50er finden es vor allem die Eltern im altdeutschen Ambiente gemütlich. Heil soll die Welt wieder sein mit fröhlichem Gezwitscher. Die Trutzburg gegen Kriegserinnerungen, Gelsenkirchener Barock. Und schon wird die gute Stube zur Arena des Generationenkonflikts. Die Jugend muckt auf und träumt von Modernität. Die ist resopal beschichtet und hat keine Kanten. Der Nierentisch ist das Statement gegen starre Ansichten. Was für ein Stil! Die Lampe ist ein Teetisch und der Teetisch ist ein Bücherregal, das wiederum die Lampe stützt. Kurios und kreativ. Die Pubertät der Republik ist verspielt und optimistisch. Vielleicht schlüpfen deshalb manche gerne in die Rolle der 50er. Vielleicht sind deshalb die Möbel von damals Vorbild für die Trends von heute. Balsam in unruhigen Zeiten. Hey, lustig, so in so Sofas erkenne ich halt schon wieder Formen, die jetzt ganz aktuell designt werden. Gerade so mit Century anmutende Möbel setzen wir halt ganz oft wieder ein. Da hat man ja einfach dann irgendwie ganz neue Sprachen irgendwie entwickelt und man hat es aber gleichzeitig hinbekommen, da schon so wahnsinnig viel Atmosphäre irgendwie in diese Wohnzimmer zu kriegen. Stefanie Tatenhorst ist Innenarchitektin in München. Ihre Leidenschaft? Stoffe. Ihr Credo? Mut zur Farbe. Hier gestaltet sie für eine Münchner Kundin das Wohnzimmer. Das ist zwar ein altes Haus und dennoch wurden dort im Laufe der Zeit einfach Dinge renoviert, die jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig schön sind, auch irgendwelche Kunststofffenster oder dergleichen. Da gilt es dann einfach formal so dominant zu sein, dass man gegebene Dinge, die man nicht ändern kann, so ein bisschen in den Hintergrund drängt. Immer herein in die gute Stube. Das ist daraus geworden. Ein gelungener Raum soll wie eine Einladung sein. Hausherrin Sophia Jarmeniti und Stefanie Tatenhorst sind sich da einig. Da geht mir natürlich schon ehrlich gesagt das Herz auf, wenn ich jetzt hier drin stehe, weil unser Bestreben war, das Seele hier reinzubekommen. Und in dem Fall haben wir jetzt auch so eine Geschichte gehabt, dass das die Kundin griechischer Herkunft ist und wir versucht haben, da ein kleines hier und da so ein kleines Zitat auch irgendwie zu finden, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Teppich, wo das griechische Auge sich wiederfindet. Man bringt ja natürlich seinen eigenen Charakter mit rein, würde ich sagen. Mit dem Teppich, dann auch und die Bilder. Ja, ich wollte es warm haben, so wie es auch in meinem Herkunftsland ist. Besucher, die kamen, die mich kennen, haben gesagt, das bist du. Später mehr von Stefanie Tatenhorst. Ab Ende der 50er steht eine Kiste im Mittelpunkt. Hast du was, siehst du was, sofern die Störung behoben ist. Michael, musst du denn immer mit dem Kopf in die Röhre reinkriechen? Schlecht für die Augen. Trotzdem der Fernseher das Statussymbol, dessen Magie höchstens das Telefon stören kann. Für Jahrzehnte wird die Flimmerkiste das Gesicht des Wohnzimmers prägen, in das auch, letzter Schrei, ein Lederschwein einzieht. Es ist 0 Uhr und 24 Minuten. Ich wünsche eine angenehme Ruhe. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Noch gibt es den Sendeschluss, der auch die letzten Stubenhocker aus den Sesseln holt. Zu den 60ern gehört auch ein Möbel, das den halben Raum verschlingt. Die Schrankwand, sehr pflegeleicht. Darin, groß in Mode, die Hausbar, die weniger dem eigenen Durst, denn der Show für Gäste dient. Trotz Massengeschmack, das Individuum sucht Selbstverwirklichung. Entspricht dieses Zimmer wahrhaftig der Person und den Bedürfnissen seines Bewohners? Ist es ein ehrliches Zimmer? Oder sucht der Bewohner hier seinen Halt in einem Traum, im Lebensstil einer vergangenen Generation? Ob dieser Herr sich ganz und gar wiederfindet?
Immerhin läuft die Industrieproduktion auf vollen Touren und folgt den Wünschen der Allgemeinheit. Die lehnt sich Ende der 60er satt zurück. Die fetten Jahre des Wirtschaftswunders haben auch das Wohnzimmer schwerfällig werden lassen. Nicht nur Fifi hat davon die Schnauze voll. Flower Power wirft mit den Werten der Eltern auch deren Einrichtung auf den Müll. Die junge Wohngemeinschaft fläzt nun bodennah auf Matratzen. Bravere Mitbürger halten zwar barock dagegen, doch selbst bei den Biedersten wird es nun knalliger. Und im Wohnzimmer-Idyll kleben verwegene Tapetenmuster an den Wänden. Dann 1974, die Wohnzimmerrevolution. Ein schwedischer Möbelanbieter geht in Eching bei München an den Start. Und selbst für Otto Normal heißt es, entdecke die Möglichkeiten. Orange ist die Farbe der 70er und eine fröhliche Farbpalette hilft bei der Weltflucht vor dem Kalten Krieg, der die Welt vor dem Wohnzimmerfenster in Atem hält. Am Boden wuselt der Flocati, der Füße und vielleicht auch die Seele wärmt. IKEA hat da, glaube ich, schon einfach ein anderes Denken auch bei den Menschen hervorgerufen, die vielleicht bisher mit Design vielleicht nicht so viel am Hut hatten. Und hat natürlich auch gerade so dieses nordische und skandinavische Design einfach so ein bisschen in der Welt verbreitet. Hier im Chiemgau wächst Stefanie Tatenhorst auf. Neben dem Bauernhaus der Eltern hat sie sich ihr Refugium geschaffen in einer Hälfte der Scheune. Zuerst zeigt sie die andere. Das ist quasi der nicht ausgebaute Teil. Der andere Teil, den wir ausgebaut haben, der sah tatsächlich ganz genauso aus. Heulager trifft jetzt die große, weite Designwelt. Letztendlich war es eine richtige Bauernstube, in der ich als kleines Mädchen groß geworden bin. Sehr holzig, aber auch sehr gemütlich. Mir war es wichtig, die Historie, die hier vorherrschend ist, zu respektieren. Und dennoch wollte ich hier ganz viel Zeitgeist einkehren lassen. Nicht diesen typischen Chalet-Jodel-Stil, sondern dass wir jetzt hier keinen Holzfußboden haben, dass wir diesen dunklen Lehmputz an den Wänden haben. Dieser Raum mit 8 Meter Giebelhöhe wäre ganz bestimmt bei Weitem nicht so gemütlich und behaglich, wenn es hier einfach nur weiß verputzte Wände gäbe. Offen und großzügig. Dieses Wohnkonzept ist noch Zukunftsmusik in den 80ern. Die räkeln sich lieber auf schrillen Luchs-, Gold- und Zebra-Mustern. Auch das Wohnzimmer lässt nichts unversucht, den Ruf der 80er als Jahrzehnt des eigenwilligen Geschmacks zu besiegeln. Doch am Ende der Dekade hat man die Möbelfaxen dicke. Die Mauer fällt, der Kalte Krieg endet. In den 90ern fühlen sich die Deutschen tiefenentspannt. Viele haben Geld und wollen es zeigen. Yuppie, Moderne. Das Wohnzimmerglück wirkt luftig und irgendwie gleichgültig. Eigenschaften, die manche den 90ern nachsagen. Beinahe charakterlos die Buchenwohnwand. Und wem zum Wohnzimmer gar nichts mehr einfällt, kauft die komplett eingerichtete Wohnlandschaft. Alles aus einer Hand. Das ist Wahnsinn, gell? Also in den 90er Jahren, da sind dann schon viele Sünden gemacht worden. Formal ist da irgendwie meines Erachtens auch so ein Abfall da gewesen. Und diese Atmosphäre und diese so Gesamtaussage im Vergleich zu den Jahren, zu Jahrzehnten davor, ist viel langweiliger. Millennium. Prosit auf das Ich. It's my life. Und jeder mag's anders. Mal retro, mal poppig, knallig, mal schwer mondän. Schaukeln fürs Gemüt und Massage für geplagte Rücken. Wellness zieht ins Wohnzimmer. Selbst im Sitzen bleibt der moderne Mensch in Bewegung. Auch gut für das Wohlbefinden, umstellen nach Feng Shui, damit die Lebensenergie Qi ungebremst fließen kann. Im Einklang mit der Natur.
Mit dem neuen Hype um Zimmerpflanzen kommt Omas Gummibaum wieder zu Ehren. Nie ist das Individuum mehr gefeiert worden. Und doch gibt die neue Eleganz jedem das Gefühl, du bist der Tollste. Schließlich gibt die gute Stube ihre Wände auf und alles wird zur Wohlfühleinheit. Noch ein Wohnzimmerstreich von Stefanie Tatenhorst. Die Dachgeschosswohnung von Inge Tut. Möbel wie Skulpturen, organisch geformt, setzt sie hier den spitzen und geometrischen Formen des Raumes entgegen. Und welche Herausforderungen hat ein Wohnzimmer heute? Corona hat uns ja aufgezeigt und gelehrt, was so ein Wohnzimmer auf einmal können muss. Ja? Auf einmal wird ein Wohnzimmer zum Klassenzimmer, auf einmal wird ein Wohnzimmer zum Sportzimmer. Ein Wohnzimmer heute muss viel mehr können, muss viel flexibler sein, als es damals war, weil unser Leben ja auch viel flexibler geworden ist. Das Wohnzimmer hat über die Jahrzehnte einiges erlebt und ist sich im Grunde doch immer treu geblieben. Es ist Komfortzone und offenbart ein Stück der Lebensphilosophie der Menschen, die darin leben.